Ich war gerade, ich glaube, 26, als, ja, ich bin Novemberkind, insofern war ich 26. Ja, auf beiden Seiten der Stadt. Ich bin in Ostberlin geboren, in der Charité geboren, mit Spreewasser getauft sozusagen, habe die ersten 17 Lebensjahre im Ostteil der Stadt verbracht und bin dann im Alter von 17 Jahren mit meinen Eltern nach Westberlin ausgereist und habe die Zeit dann von 1981 bis 1989 im Westteil der Stadt verbracht. Meine Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt. Das war möglich nach der KSZE-Schlussakte in Helsinki 1975, hatte sich die DDR verpflichtet, ihre Menschen dann auch rauszulassen auf Antrag. Ja, meine Eltern stellten diesen Antrag dann 1977. Dann musste man ein bisschen warten, wie das oft der Fall war, und 1981 durften wir dann nach Westberlin ausreisen. Mich hat das Thema immer sehr traurig gemacht. Ich sage immer, ich komme aus einer typischen Berliner Familie. Meine Oma mit meiner Mutter und deren Schwestern vertrieben aus Oberschlesien, dann in Ostberlin hingeblieben. Die Hälfte der Familie lebte im Westen, die andere Hälfte im Osten. Also das Thema Teilung des Vaterlandes, Teilung der Stadt war immer präsent bei uns. Und insofern war das für mich übrigens auch die Triebfeder, mich später politisch zu engagieren. Das Thema Deutsche Einheit hat mich also nie losgelassen. Ja, das war ein Tag, den ich in vielerlei Hinsicht nicht vergessen werde. Ein sehr engagierter Berliner, Wahlberliner, glaube ich. Ich glaube ja kein Ur-Berliner. Eine Mediengestalt in Berlin damals, nämlich der Gründer des ersten privaten Rundfunksenders 100,6 feierte Geburtstag. Und zwar in den Kindl-Festsälen in Neukölln. Und an diesem 9. November 1989 war den ganzen Tag über schon irgendwie so eine komische Stimmung, ein bisschen angespannt. Es wurde hier und da immer irgendetwas getuschelt, immer ging irgendetwas ab dem späten Nachmittag von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr. Und es war dann damals der Fraktionsvorsitzende der CDU, der auch als Gast geladen war, Klaus Sandowski nämlich, der dann irgendwann auf die Bühne ging, sich das Mikro nahm und dann sagte, die Kommunisten haben die Mauer geöffnet. Und dann gab es einen riesen Jubel und eine kleine Petitesse am Rande. Stargast an diesem Abend war Helga Hahnemann. Zu dem Zeitpunkt, will ich es nochmal betonen, stand ja die Mauer noch und es gab Ost- und West-Berlin. Und sie war geladen und sollte ihr Lied 100 Mal Berlin, glaube ich, so hieß es, intonieren. Das hat sie dann auch getan. Es war dann eine sehr schöne, tränenreiche, freudentränenreiche Veranstaltung. Ja, und ich bin dann relativ schnell weg, weil ich mir das angucken wollte. War auch nicht der Einzige. Also es war ein Freudentaumel an dem Abend, dann am späten Nachmittag am Abend. Ich glaube, es war eher am Abend, den ich so schnell natürlich nicht vergessen werde. Die sind schwer zu fassen, weil das nicht so richtig auf den Punkt ist. Es bewegt mich wahnsinnig viele Gefühle. Das erste davon war, dass ich jetzt wieder rüber kann. Ich dachte, gerade ja Einreiseverbot. Das war, ich konnte meine alten Klassenkameraden wieder besuchen. Ich konnte überhaupt wieder mal an die Stätten meiner Kindheit und Jugend wieder, konnte die Familie, die im Ostteil der Stadt lebte, wieder besuchen. Also es gab eine ganze Menge an persönlichen Gefühlen, aber vor allem ein sehr schönes Gefühl zu wissen, Berlin ist jetzt wieder eine Stadt ohne Mauern. Ich habe erst mal versucht, dann in der Tat, wie man so schön gesagt hat, wieder rüberzukommen. Das ist mir nicht gleich gelungen, aber relativ schnell. Und ich habe damals eben auch bei den Medien gearbeitet und hatte dann das große Glück, bei der Eröffnung des Brandenburger Tores unmittelbar dabei zu sein. Hatte mich auch schon politisch engagiert. Das heißt also, der ganze Prozess hat mich aus persönlichen, aus beruflichen, aber auch aus politischen Gründen ja die ganze nächste Zeit, die ganzen nächsten Jahre begleitet. Das waren sehr aufregende Zeiten seiner Zeit, wie sich Berlin gewandelt hat, wie sich Berlin verändert hat, wie Berlin immer mehr eins wurde. Das war sehr spannend. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte, passiert einem so oft nicht im Leben. Und insofern war das eine schöne Zeit. Mein erstes Westerlebnis war etwas ganz Banales. Die Chance zu haben, sich eine eiskalte Cola aus irgendeinem Shop zu kaufen. Eine Coca-Cola natürlich. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Gefolgt von der Tatsache,
dass ich mir Kaugummis kaufen konnte, dass ich mir Comics kaufen konnte. Mit 17 habe ich noch Nachholbedarf auch gehabt und habe sehr gerne Asterix und Obelix gelesen. Das, was mir gefehlt hat, von Anbeginn sozusagen, mir würde persönlich die Freiheit, die Bewegungsfreiheit fehlen, und zwar nach beiden Seiten. Mir würde die Liberalität und Offenheit der Stadt fehlen, die wir heute Gott sei Dank wieder haben. West-Berlin war eine lebendige Stadt und trotzdem stieß man an die Berliner Mauer. Und trotzdem war es auch für West-Berliner beschwerlich, mit diesem Ungetüm klarzukommen und sich daran zu gewöhnen. Und dass dies weg ist, diese todbringende Mauer endlich weg ist, Stacheldrahtschießbefehl endlich weg ist, ist einfach nur schön. Der Mauerfall war für mich ein ganz großes Glückserlebnis.